Wir haben für Butch eine Kleinigkeit gekauft, und zwar sein Hundesitz hat dir leider den Geist aufgegeben, beziehungsweise ist schon stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Oh, da kommt meine Königin. Hallo, meine Königin. Nee. Ich habe gerade erzählt, dass wir dem Butch einen neuen Sitz gekauft haben und dass im Zuge dessen jetzt das Auto schön sauber gemacht wird. Ja, jetzt aber nicht. Also das war, nee, jetzt nicht. Für alle, die jetzt so sich ein Kurzhaar holen wollen und denken, das wäre von der Fellgeschichte eine angenehmere Sache als ein Langhaar, ja, also wenn der praktisch Fell verliert, und das kann man ja dann besser absaugen, das ist ein Trugschluss. Diese kleinen, feinen Härchen drücken sich überall rein, schlängeln sich überall rein und bleiben fest, und die kriegst du nicht einfach abgesaugt, sondern da musst du tatsächlich 3 Stunden normal saugen und dann musst du mit einer Pinzette einzeln die Haare rausziehen. Hast du eine Nachricht gekriegt? Ist der Postman wieder? Ja, bei uns ist das nämlich so, unser Postmann hat nämlich unsere Handynummer und jetzt ruft er uns jeden Tag an, wenn ein Päckchen kommt. Wow! Voller Akzent. Hässlich. Ja, mit dem Autositz ist es wie mit einem guten Wein. Der muss ein bisschen atmen. Deswegen lassen wir den jetzt erstmal eine Zeit lang hier stehen, damit so ein bisschen der Duft verloren geht und der Butch sich dran gewöhnt, und dann packen wir ins Auto rein. Aber natürlich müssen wir vorher das Auto noch sauber machen. Das ist ein Projekt, das dauert ein bisschen länger. Ich will mich zuerst reinsetzen, mach's jetzt bloß nicht kaputt, du bist voll schwer. Ja, aber das ist ja nicht für 100 Kilo gemacht. So, Härtetest schon mal bestanden. Komm her. 59 cm in der Breite. 79 in die. Fürs 51. Butch, heute letzte Fahrt in deinem alten Sitz. Jetzt gibt's einen neuen. Tschoko! So, jetzt müssen wir erst nochmal in die Waschstraße düsen. Ja, der alte Sitz liegt raus, der hat ein paar Risse, sieht auch nicht mehr ganz so schön aus. Deswegen gibt's jetzt einen neuen und den werden wir ein halbes Jahr testen und dann werden wir euch berichten, ob der von der Qualität her besser ist als den, den wir vorher hatten. Ich bin gespannt. Ja, Butch ist jetzt nicht so der absolute Fan von der Waschstraße, aber mit Käse kann ich ihn dann immer noch mal so ein bisschen beruhigen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Könnt ihr mal gerne die Kommentare reinschreiben, ob euer Hund in der Waschstraße auch ganz ruhig bleibt. Ich habe hier gerade vor mir einen sitzen. Ich glaube, es ist ein Schäferhund im Kofferraum. Der guckt mich schon die ganze Zeit an. Dankeschön. So, fein gemacht, der Kollege. Und jetzt entspannen wir ein bisschen. Gut, hier. Wow, fein gemacht. Wow, toll gemacht. Toller Hund. Neuer Sitz ist drin und der ist ja tatsächlich ein bisschen höher als der alte, aber Mittelkonsole gucken geht noch. Er ist tatsächlich doch ein bisschen breiter als der alte, also er passt nicht ganz hundertprozentig rein, aber ich hätte halt ganz gerne, dass er ein bisschen mehr Platz hat, und von der Seite lassen wir das so, auch wenn es nicht ganz so schön aussieht. Ja, eine Nummer größer haben wir deshalb genommen, weil wir ja meistens mit dem Auto auch in Urlaub fahren. Und wenn man da längere Strecken unterwegs sind, hat er da hinten halt ein bisschen Platz. Aber jetzt zieht man ja gar nicht mehr. Da gibt man nur noch die Öhrchen raus. Ja, Digga. Das ist nicht mehr so mit der Aussicht, ne? Naja, du kriegst schon hin irgendwie, gell? Ja, Butch findet immer Möglichkeiten.